In diesem Video geht es um die wichtige Frage, welches das beste Schnittprogramm 2024-2025 ist. Legen wir los. Das erste Schnittprogramm, was ich hier ansprechen möchte, ist CapCut. Das Programm, was momentan, glaube ich, am meisten genutzt wird für so welche Plattformen wie TikTok oder YouTube Shorts. Und ich muss sagen, dafür ist das auch wirklich gut. Es gibt echt tolle Effekte, wie zum Beispiel Untertitel, die wirklich sau viele nutzen. Ich habe einen Freund, der das eigentlich ausschließlich wegen des Untertitels nutzt. Und es gibt auch schon eine sehr gute Auswahl an Musik, die du dann für deine Videos benutzen kannst. Aber ich glaube, langfristig und auch eher für größere Projekte ist dieses Programm wirklich nichts. Also da fehlen dann wirklich schon die Pro-Features, die es dann bei anderen Schnittprogrammen gibt. Wie zum Beispiel bei dem Schnittprogramm Premiere Pro, wo man sagen kann, das ist das Schnittprogramm, was die meisten Leute nutzen. Und hier kann man nicht davon sprechen, dass einem irgendwie Effekte oder zu wenig Features fehlen. Denn das hat Premiere Pro, kann man sogar fast schon sagen, die meisten von allen. Auch die Anpassbarkeit des Schnittprogramms ist hier wirklich vielseitig. Man kann die ganzen Tabs, wo man zum Beispiel dann das Histogramm sehen kann, kann man dann irgendwo anders hinschieben. Man kann alles konfigurieren, so wie man sich will. Den Media Pool nach unten links oder oben rechts verschieben. Das kann ein Vorteil. Es könnte aber auch ein Nachteil sein, weil es dann vielleicht irgendwann zu unübersichtlich wird. Und Premiere Pro hat auch noch ein neues Update bekommen, das 2025er Update, wie dann zum Beispiel das Videoverlängerungstool. Es gab ja auch schon vorher das Musikverlängerungstool, sondern jetzt auch noch das Videoverlängerungstool, wo man dann ein Video, falls es zu kurz mal gefilmt wurde, noch verlängern kann. Wie gesagt, das basiert dann auf KI und es gibt auch noch Fehler, das was man auch im Video sieht. Das wurde schon bei einigen YouTubern vorgestellt. Ich muss sagen, an den Fingern sah man direkt schon am Anfang bei einer 2-3 Sekunden Verlängerung schon wieder Fehler. Also ja, aber man muss sagen, es ist ein schönes Feature. Und es wurde auch nicht nur diese KI hinzugefügt, sondern auch noch ein paar Bugs wurden gefixt. Dann gibt es auch noch etwas, was bei Premiere Pro besser ist als bei DaVinci Resolve, nämlich, dass man Projekte einfacher exportieren kann. Man kann das dann rumverschicken und schon hat man dann das Projekt dann auf einem anderen Rechner zum Beispiel. Das ist bei DaVinci Resolve viel, viel komplizierter, vor allem auch, wenn dann die ganzen Medien offline sind, gibt es dann Probleme, ist wirklich eine Haklei. Kann man sagen, ist bei Premiere Pro besser. So, und kommen wir jetzt nun zum eigentlich wichtigsten eines Schnittprogramms, nämlich das Color Grading. Wie color gradet man seine Videofiles? Und das geht bei Premiere Pro ähnlich wie in Lightroom. Man hat diese klassischen Verschieber, Weißabgleich, Schatten und alles weitere, was man auch so von Lightroom kennt. Also es ist vertraulich, aber es ist noch lange nicht so gut wie bei DaVinci Resolve, worauf wir aber auch noch später kommen. Und wir müssen aber auch nochmal eben den Preis abchecken, denn das Ganze ist nicht, sagen wir es mal so, gerade billig. Adobe Premiere Pro gibt dir für ein Monatsabo-Preis von 20,78 €, ist gerade 20% reduziert. So, das müsst ihr dann im Monat zahlen. Umgerechnet aufs Jahr sind das 249,36 €. Nur damit ihr jetzt mal einen kleinen Überblick bekommt. Jetzt machen wir mit Final Cut Pro weiter. Das Schnittprogramm von Apple. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Schnittprogramm ist einfach nur scheiße. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie Apple das nur machen kann. Sie machen mittlerweile sogar selbst Werbung für DaVinci Resolve. Das zeigt doch nun jetzt mal wirklich, dass sie sich nicht mehr um ihr eigenes Schnittprogramm kümmern, so richtig. Und der Nachteil, dass man für dieses Schnittprogramm unbedingt einen Apple Mac nutzen muss, macht es natürlich jetzt nicht besser. So welche Sachen wie Audio-Editing oder Effekte sind auch einfach nicht vergleichbar wie mit dem Schnittprogramm DaVinci Resolve oder Premiere Pro. Da ist Apple weit, weit hinten. Ich meine, es gibt auch positive Sachen, weshalb auch manche immer noch das Schnittprogramm gut finden. Zum Beispiel diese Ripple-Bearbeitung gibt es bei Apple super. Da gibt es dann das normale Werkzeug, wo man dann das dann kürzen kann. Dann wird dann direkt dann noch magnetisch dann der andere Clip, ohne dann eine Lücke zu entstehen zu lassen, dann mit nach vorne verschoben. Oder wenn man einen Clip über einen anderen Clip gesetzt wird und dann den unteren bewegen will, dann wird dann auch der obere damit bewegt, weil dann Apple denkt, gut, das wurde aktiv drüber gesetzt, weil man denkt, der Clip gehört zu dem, deswegen verschieben wir das direkt mal mit. Aber das kann auch einfach manchmal störend sein, weil man das einfach nicht möchte. Das ist dann besser gelöst wie dann bei Schnittprogrammen wie Premiere Pro oder DaVinci Resolve, wo man dann diese Clips einfach nur auswählen muss und dann halt verschieben kann. Man halt die freie Möglichkeit dazu hat. Wenn wir jetzt mal so auf die Schwierigkeit gucken, die es benötigt, um das Programm zu bedienen, kann man sagen, dass Final Cut Pro wirklich sehr, sehr einfach noch konstruiert ist. Man kommt damit sehr, sehr gut zurecht. Bei Premiere Pro ist das anders. Da muss man sich schon wirklich viele Tutorials angeguckt haben,
um da wirklich irgendetwas zu verstehen. Noch hervorzuheben ist auch, dass einen Autosaving-Modus hat. Das heißt, wenn das Programm mal abstürzen sollte, ist alles direkt gesichert und man muss sich jetzt über nichts Sorgen machen. Was bei Premiere Pro anders ist, da, falls das Programm mal abstürzen sollte, was auch da mal häufiger passiert, dann ist das einfach weg. Und der letzte Schritt, der dann gespeichert wurde, ist halt standardmäßig auf 15 Minuten eingestellt und ist das dann alles umsonst gewesen. Man kann das bei Premiere Pro auch auf eine Minute umstellen. Sicherheit und die Absturzsicherheit ist auch nochmal bei Final Cut Pro ein bisschen besser, dass dann auch nichts wirklich verloren geht. Und noch das letzte wirkliche Argument, was man bei Apple noch haben könnte, ist, dass die Performance vielleicht für die Apple Macs angepasst ist und das am flüssigsten läuft. Man muss dazu aber auch sagen, DaVinci Resolve zum Beispiel hat auch diese ganzen Anpassungen bekommen. Das heißt, die unterstützen jetzt auch gerade die M1, M2, M3er Prozessoren und sind dafür gut geeignet. So, wir sind bei DaVinci Resolve angekommen, auch bei meinem Programm, was ich momentan nutze. So, und mal ehrlich, es ist schon wirklich das beste Schnittprogramm, was man nur haben kann. Also muss man wirklich mal so sagen. Es hat das beste Color Grading, was man nur haben kann. Es gibt die Schärfefunktion, die Noise-Reduktion. Es gibt quasi alles, was man sich nur vorstellen kann. Also bei DaVinci Resolve muss man ganz ehrlich sagen, beste für Color Grading. Was auch verständlich ist, denn am Anfang war es nämlich hauptsächlich nur fürs Color Grading gedacht. Jetzt mittlerweile ist es auch ein Top-Schnittprogramm, was auch mit den ganzen anderen mithalten kann. Diese Schnittprogramme nutzen auch alle Hollywood-Filmemacher. Das ist einfach nur krass, dass wir das dann auch nutzen können. Es gibt auch gleichzeitig dazu noch ein besseres Interface. Also diese ganzen Abstürze, die es bei Premiere Pro gibt, sind bei DaVinci Resolve schon wirklich viel, viel reduzierter. Das Programm ist auch nochmal benutzerfreundlicher als Premiere Pro. Also es ist wieder schneller zu lernen und das kann ich auch verstehen. Es ist einfach einfacher zu bedienen. Manche haben sich noch am Anfang darüber beschwert, dass dieses Programm nur in Englisch verfügbar war. Aber das Problem ist mittlerweile auch aufgehoben, denn DaVinci Resolve hat das Programm jetzt auch in Deutsch verfügbar gemacht. Habe ich einmal reingeguckt. Ich kam jetzt mittlerweile mit der deutschen Version nicht klar, da ich mich jetzt mittlerweile so an die englische Version gewöhnt habe. Aber es kann nochmal wirklich hilfreich sein für diejenigen, die vielleicht nur die deutsche Sprache gut beherrschen. Und von DaVinci Resolve kann man auch noch behaupten, dass es einfach alles in einem hat. Es gibt den weiteren Tab Effekte, es gibt den weiteren Tab Audio, es gibt Export, es gibt Media Tab. Wie gesagt, es ist alles mit drin. Wo man zum Beispiel bei Premiere Pro für diese ganzen Effekte, die man dann da einfügen will, nochmal ein extra Programm kaufen muss, was dann wieder 20,78 € im Monat kostet, was die Kosten dann nochmal höher macht. Und wie gesagt, wenn man dann auch noch Audio bearbeiten will, was in DaVinci Resolve möglich ist, müsste man sich dann bei Premiere Pro dann auch nochmal diese Audio-App dann dazu kaufen, was dann wieder mehr Geld ist. Und dann sind wir mittlerweile bei 60 € irgendetwas angelangt, dann lohnt es sich dann auch einfach dann das ganze Programm zu kaufen für 60 € oder 65 € und habt dann alle Adobe-Programme mit drin, wo dann auch Photoshop und Lightroom mit drin ist. Dann könnt ihr dann von diesem Programm auch noch einen Vorteil rausziehen. Aber insgesamt, es ist mittlerweile sauteuer. Und wie gesagt, das alles gibt es halt bei DaVinci Resolve schon alles mit drin. Und das Ganze für einen Preis für einmalig 300 €. Hierbei muss man aber auch sagen, man muss diese 300 € nicht zahlen. Es gibt auch eine kostenlose Version, womit ich auch jetzt die ganzen Jahre schon gearbeitet habe. Ja, richtig gehört. Ich nutze mittlerweile seit 3 Jahren das kostenlose Programm von DaVinci Resolve. Und ich muss auch sagen, ich bin total zufrieden. Ja, ich glaube, ich überlege mir auch momentan schon die Pro-Version zu kaufen. Und es bietet sich ja auch quasi an. Denn man kann sich, wenn man sich zum Beispiel eine Blackmagic-Tastatur kauft, so wie zum Beispiel 400 €, dann kriegt man dann dieses DaVinci Resolve Studio mit direkt dazu. Dann würde die Tastatur dann sozusagen nur noch 100 € kosten und man hat dann voll guten Deal gemacht. Bei DaVinci Resolve gibt es auch die automatische Absicherung, das heißt, falls das Programm mal abstürzen sollte, ist alles gesichert und ihr müsst euch da wirklich keine Sorgen machen, dass da irgendetwas verloren geht. Ist jetzt bei mir schon einige Male passiert, aber ich konnte einfach danach sorgenlos weitermachen, ohne dass jetzt irgendwelche Probleme noch bestanden. Und jetzt auch nochmal ein Mythos, den ich hier aufklären will. Viele sagen, dass es in der kostenlosen Version nicht möglich ist, in 4K und 10-Bit zu bearbeiten. Für mich ist das wirklich komisch. Ich mache das Ganze jetzt schon seit 3 Jahren und ich habe immer mit einem 4K bearbeitet und 10-Bit. Ich nutze auch eine Sony A7 IV und also ich arbeite in 4K 10-Bit. Dieser Fakt, würde ich mal sagen, ist falsch. Man kann auch das benutzen. 8K ist dann wiederum nur auf die Studio-Version dann beschränkt. Und eine weitere Sache, die viele als Problem ansehen, ich aber gar nicht finde, ist die andere Bearbeitungsform in DaVinci Resolve. Sie arbeiten nämlich mit Notes. Das mögen viele nicht. Da gibt es dann bei Premiere Pro dann Adjustment Clips. Falls ihr das bevorzugt, gibt es das in DaVinci Resolve genauso. Also das finde ich ist jetzt kein großes Argument jetzt für Premiere Pro. Eieieiei. Ich glaube, jetzt habt ihr rausgehört, es ist jetzt die Entscheidung zwischen entweder Premiere Pro oder DaVinci Resolve. Denn CapCut ist nur für die kleinen Projekte und Final Cut ist echt nicht zu gebrauchen. Da es einfach nur nicht zukunftssicher ist, da
einfach die Features viel zu wenig sind im Gegensatz zu Premiere Pro und DaVinci Resolve. Ganz klar, mein klarer Favorit ist DaVinci Resolve. Denn wie gesagt, es gibt diese Version kostenlos. Wenn ich jetzt diese 3 Jahre schon in Premiere Pro investiert hätte, hätte ich da jetzt schon 3 × 250, 750 Euro für ausgegeben, was ultra viel ist. Also echt. Und der Preis wäre dann auch noch höher gegangen, wenn ich dann mal mehr Effekte dann haben wollen würde. Dann hätte ich dann auch noch bei Premiere Pro noch dieses After Effects dazu kaufen müssen, was dann nochmal das Doppelte gekostet hätte. Also 1500 Euro jetzt die letzten 3 Jahre. Das alles gibt es einmalig bei DaVinci Resolve für 300 Euro. So, jetzt kann ich mir vorstellen, dass die ganzen Nutzer von Final Cut Pro irgendwie enttäuscht sind. Denn ja, ich habe euer Programm gerade wirklich zerstört. Aber wie gesagt, ich kann auch verstehen, wieso manche Nutzer diese Einfachheit wollen. Diese Einfachheit, die ein Schnittprogramm nun mal besitzen muss, wenn man nicht sich ganz in so ein Schnittprogramm reinarbeiten will. Und dafür gibt es jetzt ein anderes Schnittprogramm, was diese Einfachheit auch besitzt, wenn nicht sogar noch einfacher ist, und aber diese ganzen Features bietet, die halt nun mal Final Cut Pro nicht hat. Es geht um Wondershare Filmora. Es ist wirklich basically Final Cut Pro für 70 Euro anstelle von 300 Euro, was Final Cut Pro kostet. Da wo Final Cut Pro hier aufgehört hat, hat Filmora weitergemacht und hat diese ganzen Features weiter geaddet. Es gibt ein wirklich sehr benutzerfreundliches Interface. Man versteht dieses Programm einfach sehr, sehr schnell. Ich habe vorher mit DaVinci Resolve bearbeitet. Jetzt bin ich dann einmal für eine kurze Zeit auf Filmora umgestiegen und ich habe es direkt kapiert und musste mir kein einziges Tutorial angucken. Das Color Grading ist wie bei Premiere Pro aufgebaut, also wirklich sehr an Lightroom angepasst. Es gibt diese ganzen Regler, womit man auch schon vertraut ist. So wählen wir uns dann einmal ein LUT aus, das was ich mir dann hier draufgeladen habe. Einmal hier dann dieses S-Gamut 3 Cine S-Log 3, Rec 709. Und jetzt können wir dann hier unsere weiteren Anpassungen machen, nämlich zum Beispiel Weißabgleich und all diese Dinge halt nun mal. So, und nachdem ich jetzt hier meine kleinen Anpassungen vorgenommen habe, sehen wir auch jetzt direkt, das Video ist jetzt super gecolorgraded, man kann das jetzt auch vollkommen nutzen, ist jetzt auch von S-Log 3 in dieses normale Fallprofil umgewandelt worden, was vollkommen in Ordnung aussieht. Und trotz dieser Einfachheit gibt es diese Pro-Features wie KI-Maskierung, Musikverlängerung, Stimmengeräuschunterdrückung und Pausen rausschneiden, was glaube ich sogar bei DaVinci Resolve noch nicht gibt, diese Pausen rausschneiden, was perfekt für YouTuber ist. Dafür klicken wir uns jetzt einfach, um diese Pausen wegzuschneiden, einmal mit einem Rechtsklick drauf und können dann jetzt hier mit intelligentes Bearbeitungstool hier Stille Erkennung auswählen. Lassen wir mal hier einfach die Einstellungen auf Standard und drücken auf Analysieren. Und nach ungefähr 10 Sekunden haben wir jetzt hier die ganzen Pausen hier einmal rausgeschnitten und wir sehen, das hat auch einigermaßen gut geklappt. Und jetzt können wir dann auf Fertigstellen und Ersetzen einmal dann drücken. Hier sind nur noch die Stellen drin, wo ich rede, was wirklich ein super Zeitersparnis ist, die ich definitiv häufiger nutzen würde. Du kannst auch einfach irgendwelche B-Roll-Sequenzen aus dem Programm in deine Timeline ziehen, die du frei benutzen kannst. Gehen wir dann einmal hier oben auf den Reiter Stock Media und suchen dann hier nach Golf und dann wird uns dann hier die ganzen Golf-Videos angezeigt, die wir dann auch frei benutzen können. Wie dann zum Beispiel, was nehmen wir, dieser Clip hier. Und dann haben wir jetzt dieses Bild hier in unserem Video und wir können das einfach so nutzen. Genau das gleiche auch mit Musik. Du kannst hier einfach erstens KI-Musik generieren lassen, sodass du insgesamt gar kein Problem hast mit irgendwelchen Benutzerrechten. Und zweitens, es gibt da auch schon eine große Auswahl an Musik, die du da einfach frei benutzen kannst. Für alle Einsteiger, die also mehr als nur ein paar Shorts bearbeiten wollen und Hochkant-Videos machen wollen, wie es dann mit CapCut zum Beispiel gemacht wird, würde ich also euch Filmora empfehlen. Falls ihr mal Filmora ausprobieren wollt und gucken wollt, ob Filmora mal etwas für euch ist, gibt es davon auch eine kostenlose Version. Ihr könnt also auch schon mal reingucken und euch mit dem Workflow vertraut machen. Und falls es euch dann gefällt, könnt ihr dann einmalig die 70 Euro bezahlen und habt dann lebenslänglich dann dieses Programm zur Verfügung und müsst dann nicht, wie dann bei Premiere Pro, Massen von Geld ausgeben im Jahr, wo man reich sein für muss. Also mal ganz ehrlich, für 250 Euro allein im Jahr, nur für Premiere Pro, da könnte ich mir schon fast ein neues Objektiv verkaufen. Also wie gesagt, Premiere Pro ist für mich wirklich gestrichen. So, also zusammenfassend. Für Hochkant-Videos und Shorts, für TikTok oder YouTube-Shorts, was weiß ich alles, ist CapCut eigentlich ganz gut zu gebrauchen. Als zweiter Schritt wäre dann Wondershare Filmora. Damit kannst du alles weitere machen, hast schon Pro-Features, die einfach verpackt sind. Du musst quasi nichts weiteres lernen und kommst mit dem Schnittprogramm direkt zurecht. Und eigentlich bräuchtest du dafür auch keine Tutorials, um das einmal zu lernen. Wenn du dann noch einmal upgraden willst auf die noch kompliziertere Variante, würde ich dir ganz klar DaVinci Resolve empfehlen, denn hier hast du einfach viel weniger, was du bezahlen musst. Du kommst auch sogar schon mit der kostenlosen Version zurecht. Und ja, das war es jetzt aber erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und dann war da. Ich verabschiede mich. Ciao.